Von Kai Gehring, Herr Staatssekretär. Herr Kollege Gehring fragt nach der Gesamtstrategie der Bundesregierung im Sinne der Einschätzung der Internationalen Expertenkommission, über die wir gerade schon gesprochen haben. Es sieht so aus, dass wir als Bundesregierung auf eine zielorientierte, in sich schlüssige und miteinander kohärente Maßnahmen setzen, die das Wissenschaftssystem insgesamt im Blick haben. Im Rahmen der gemeinsamen Wissenschaftskonferenz befinden sich Bund und Länder kontinuierlich hier in einem strategischen Prozess zu allen gemeinsam berührenden Fragen der wissenschafts- und der forschungspolitischen Strategien. Und im Rahmen dieses Prozesses werden die in der Begründung des Gesetzes zum Änderung des Artikel 91b Grundgesetz skizzierten Möglichkeiten zur Anwendung im Hochschulbereich ergebnisoffen diskutiert. Zusatzfrage, Kollege Gehring. Herzlichen Dank. Herr Staatssekretär, die Öffnung des Grundgesetzes für eine dauerhafte Wissenschaftskooperation, die Änderung des Artikel 91b ist ja immer wieder als großer Erfolg von der Bundesregierung verkündet und verkauft und gefeiert worden. Und was bisher völlig fehlt, ist eigentlich eine Form der Definition, welche Rolle sollte der Bund aus Sicht der Bundesregierung bei der Förderung von Wissenschaft, Forschung und Lehre nach Artikel 91b denn künftig spielen? Das frage ich Sie jetzt, denn wollen Sie da Leuchtturmbauer sein, wollen Sie Feuerwehr spielen oder Dauerfinanzier? Das ist uns sehr wichtig, welche Rolle die Bundesregierung sieht und für sich definiert und welche Strategie sie eigentlich mit dieser Änderung des 91b verfolgt. Die Bundesforschungsministerin hat sich ja, wie im Übrigen auch die Mehrheit hier im Deutschen Bundestag, intensiv für eine Änderung im Sinne des neuen Artikel 91b eingesetzt. Und Sie können davon ausgehen, dass die neuen Möglichkeiten des Artikel 91b Gesprächsgegenstand der Verhandlungen zwischen der Bundesregierung und den Bundesländern auch im Zuge der Fortsetzung und Neuformulierung der Exzellenzinitiative sind. Noch eine Zusatzfrage? Ja, gerne. Wenn Sie jetzt in dem Zusammenhang die Exzellenzinitiative ansprechen, dann möchte ich noch mal auf den Imboden-Kommissionsbericht zurückkommen. Denn Herr Professor Imboden skizziert ja eine denkbare Gesamtstrategie, wie der Artikel 91b für die Bündelung und Verstetigung der verschiedenen Wissenschaftspakte, wie beispielsweise des Hochschulpaktes, des Paktes für Forschung und Innovation und des Qualitätspaktes Lehre, dann auch genutzt werden könnte. Ist denn unsere grüne Befürchtung zutreffend, dass die Bundesregierung ausgerechnet und widersinnigsterweise jetzt den dynamischsten und wettbewerblichsten aller Pakte, nämlich die Exzellenzinitiative, auf eine Dauerförderung nach Artikel 91b umstellen will? Wenn das der Fall ist, warum ausgerechnet diese Exzellenzinitiative und nicht beispielsweise der Hochschulpakt für eine gemeinschaftliche Studienplatzfinanzierung? Die Bundesregierung kommentiert grundsätzlich nicht Befürchtungen einzelner Fraktionen, auch nicht die der Grünen-Fraktion. Das Thema und die grundsätzliche Skizzierung der Imboden-Kommission sind natürlich Gegenstand der Beratungen zwischen Bund und Ländern. Und wie Sie wissen, gehören auch Vertreter von Bündnis 90, die Grünen, verschiedener Länderregierungen an. Sie sind also Teil dieses Diskussionsprozesses, der, wie gesagt, vereinbart zwischen allen 16 Ländern und dem Bundesforschungsminister und vertraulich stattfindet und in seine nächste Stufe am 2. April erst gehen wird. 22. April erst gehen wird. So, damit bleiben wir beim Thema Exzellenzinitiative.